lasst uns wandern, heute ist der Himmel blau. Hoch hinauf auf grüne Berge, tief hinab durch Tal und Au. Du Miau. Was, Idiau? Du reichst mich tief hinab ins Tal. Und, wenn ich das da an der Alice zusammenzähle. Wie was rechnest denn, Rechner? Rechner liegt dir doch gar nicht. Ja, zugeben, es ist nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung. Aber als Chef muss ich ja schon ausrechnen, was mich dein Urlaub kostet. Ne? Mir wär's lieber, du würdest ausrechnen, was mich mein Urlaub kostet. Das kann ich nicht und das will ich nicht. Ja. Und überhaupt weiß ich ja überhaupt nicht, was du im Urlaub machen willst. Ne? Gerade mach es Maul zu wandern. Und zwar hoch hinauf auf grüne Berge, tief hinab durch Tal und Au. Was willst du? Du willst wandern? Ja. Hätt er das gehört? Der, wo in meinem Lokal bloß rumsteht, der den Kellner nur mimt, ne? Der zu faul ist, zum Bier an der Tisch nachtragen, der ja gerade im Urlaub wandern. Ja, nur ich brauch halt einmal einen Ausgleich. Ne? So. Naja. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Leute, ein herzliches Grüß Gott bei Freunde in der Mäulesmühle. Heute wird's ländlich. Außerdem bist ja du rein bewegungstechnisch gesehen auch nicht gerade der Vorturner, gell? Der macht da hinten immer bloß der Grüß Gott Onkel. Ländlich wird's mit der Landpomeranze, Liedlinde Elsässer und Herrn Nacken. Dann aus Köln bei uns der Heinz Gröning und natürlich unsere Hausband Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle. Wenn ich deine Gäste begrüße, dann hast du Pause, ist das klar? Ich hab nicht nur Pause, nein, ich hab sogar Urlaub. 2 Wochen Urlaub ab morgen und du schabst dir doch bloß, weil du keinen Urlaub hast. Weißt du überhaupt, dass mich dein Urlaub kostet? Ha? Das kostet. Du zahlst Gehalt weiter wie immer. Hm? Ja, das ist ja gerade. Ich zahl's Gehalt weiter, nicht? Hm? Aber während dem Urlaub, da schaffst doch du gar nichts. Und jetzt überlege ich halt, wie man das überhaupt rechnet. Also rein kalkulatorisch, nicht? Du, nächste Woche, wenn ich dann nach dem Wandern in der Sauna von meinem Wellnesshotel lieg, dann werde ich ganz grob mal deinen unternehmerischen Verlust im Kopf überschlagen. Moment mal. Wieso gehst du in ein Wellnesshotel? Ja, wegen der Gesundheit. Ja, hast du was? Ja. Sag, warst du beim Doktor? Ja. Und, was sagst du, was hast? Eine Organverschiebung. Organverschiebung? Das habe ich ja noch nie gehört. Ich meinte halt, mein Leber sei am Arsch. Also, mein Lieber, also ich meine, bei deiner Ausdrucksweise und deiner Umgangsform, da wäre eine Berghütte passender. Aber da musst du noch arg an dir schaffen. Ja? Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zur Landpomeranze und Herr N. Das ist die Dietlinde Elsässer und der Jakob Nacken. Die Dietlinde, die ist ja von der Albra, gell? Und der Jakob, der kommt aus der Großstadt. Also, vorhin auf für 2 Gegensätze. Bitte! Bitte! Ja, hoffentlich bitte. Dem Kalle fällt ein bisschen Anstand. Ihm fällt ein Bitte nach der Bitte. Ein Grand-Hotel nehm von ihm Abstand. Zum Schnarchen müsst der auf die Hütte. Vorhang auf! Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen heute etwas präsentieren, eine Kuriosität in Menschengestalt, vom Aussterben bedroht, aber trotzdem noch immer lebendig, eine leibhaftige Landpomeranze. Ja, und sie kann sogar sprechen. Und der Begriff der Pomeranze kommt ja eigentlich aus dem Römischen. Damals bezeichnete man mit Pomerium die Grenzlinie zwischen der Stadt und dem außerhalb liegenden Umland. Ja, es ist schön, was Sie da alles so daher schwätzen, Sie leuchtturmartiges Gebäude. Ja. Setzen Sie sich doch jetzt bitte mal an Ihr Instrument, was ein Piano ist. Ja, ich bin ja ausgezeichnet worden am Kopf.
Man sieht, ich trage ein schönheitsköniginnenartiges Attribut. Den Pomeranzenbubbel. Und tragen darf diesen Bubbel Frau, wenn sie erstens von da ist, zweitens nicht von fort, drittens, wenn sie einen Fragekatalog beantwortet hat mit 600 Fragen. Davon müssen 33 stimmen. Der Pomeranzenbubbel. So, ich komme ja von einem Kuhdorf. Da hat es aber auch Katzenkit. Die haben immer Lurdergehäuse, weil sie viel zu viele Junge gekriegt haben. Die haben auch ziegig versäuft, auch Gecken und Gecki. Und Hennen hat es gehabt, die sind auch ziegig dran gekommen. Nuff auf den Spaltblock, Hack, Kopf ab, weggucken wollen, Schutzspät, Neuensupp, Knechle annagen, sonst leer essen den Teller, sonst gibt es kein gutes Wetter. Ich habe dann gestampft und habe lieber Gesellsbrot wollen. Dann hat aber meine Mutter gesagt, mach bloß kein Theater. Dann habe ich gedacht, oh Theater, das ist verboten, das ist interessant. Wegen dem habe ich auch gleich gestreckt, wo in der Grundschule die Lehrerin gefragt hat, wer denn bei dem Singspiel Kommt ein Reitersmann daher, die Liese spielen will. Kennen Sie das? Kommt ein Reitersmann daher? Sie gucken so, Sie auch nicht? Sie sind von auswärts. Ja, man sieht, Sie haben ja nur den Wurstsalat nicht verdaut. Also, kommt ein Reitersmann daher auf der grünen Wiese, hat ein grünes Wämschen, er neigt sich vor der Liese. Jungfer, Herr Schönste, Jungfer, Herr Mein, tanz mit mir ein wenig, mag nicht tanzen, danke, nein, wart auf einen König. Also da ist eine, die steht auf der Wiese und wartet auf einen, der kommen soll. Es kommt aber lauter Mäuse, ich will, weil sie denkt, am Schluss kommt noch einer mal etwas sein. Am Schluss kommt aber dann bloß noch der Schweinehirt und den muss ich noch nehmen, weil ja noch keiner mehr kommt. Sie, ich glaube, das ist mir hängen geblieben. Herr Nacken, könnte man das denn gerade für die Leute mal ein bisschen anspielen? Dann wissen wir mal, wie das geht, ein bisschen spielerisch anspielen. Ja, natürlich, klar. Könnte man mal kurz, ja. Nur einmal körperlich im Einsatz, Sie haben ja genug davon. Ach, ich als Reitersmann? Ja, Sie wären der Reitersmann, ja, und Sie natürlich täten mich jetzt wählen. Nicht so übertrieben, das glaubt ja niemand, wenn Sie so übertrieben gucken. Ja, das glaubt mir eh kein Mensch, dass ich Sie will, Frau Elsässer. Also das macht jetzt voll Spaß. Ja. Echt voll toll. Kommt ein Reitersmann daher auf der grünen Wiese, hat ein grünes Wämschen, er neigt sich vor der Liese. Ah. Jetzt ist... Ja, hallo, was ist jetzt das? Was hallo, denn? Was ist das da? Das ist mein doch, Pferd. Das ist doch ein Zwergpony. Sie können doch nicht als Allmachtskerle auf dieses kleine Geilen aufsitzen. Wahrscheinlich hat es eine alleinerziehende Mutter für ihr Kind gekauft und sie reitet jetzt das arm Geile in Grund und Boden. Nein, hallo, haben Sie überhaupt kein Verständnis, wenn da der Tierschutz ist? Also gut, Frau Elsässer, dann machen wir es halt so. Lassen Sie doch das Geile nach, das verstickt doch. Okay, Moment, wir machen es anders. Obacht, machen Sie jetzt hier kein Blödsinn, wir sind unter Leid. So, jetzt, aha. Ja, hallo, und was ist jetzt das da? Was ist das da? Ja, hier ist das Pferd. Aber das ist doch nicht schön, das ist doch bei mir auf Augenhöhe. Wie sieht denn das aus? Ja, dann müssen Sie sich halt das Pferd vorstellen, hä? Ein stolzes Ross. Und wie heißt der Gaul? Jürgen. Jürgen? Ja. Sie kennen doch so einen Allmachtskerl Jürgen Häuser. So ein Gaul heißt wegen mir Oskar, aber doch nicht Jürgen. Ja, Jürgen ist doch ein schöner Name. Ist doch mir egal, reden Sie doch rum, auf wem Sie wollen. Kommt ein Reitersmann daher? Hallo, da. Ja, ist ja gut. Sind in die Landschaft ja, geschaut. Ja, da guckt man doch nicht in die Landschaft, wenn man mich will. Ja. Kommt ein Reitersmann daher auf der grünen Wiese, hat ein grünes Wämschen an, neigt sich vor der Liese. Ach, okay. Ich möchte singen. Jungfrau, liebste Jungfrau mein, hey, zieh dir meine Rhymes mal rein. Ich will so gern dein Lover sein. Komm, hier, steig in mein Cabrio ein. Und um dir ganz besonders zu schmeicheln, du darfst Jürgen auch mal streicheln. Ja?
Mag nicht tanzen, danke, nein, wart auf einen König. Was? Sie, da verschlägt sie mir die Stimme. Also mit Ihnen kommt man von nichts der Mittler drinnen und ist El Henne vor zwei anders. Bitte? Aber Männer sagen ja nie das, was man als Frau von ihnen erwartet. Höchstens manchmal im Film. Und auch der Ding, der Clint Eastwood und der Robert Redford, die sagen ja Sachen. Ja, der Clint Eastwood, der hat ja mal gesagt, wenn eine Frau nicht spricht, soll man sie dabei auf keinen Fall unterbrechen. Was? Bauerbible mag ich nicht, das sieht man mir wohl ajo he. Bauerbible mag ich nicht, das sieht man mir wohl a. Fidiri, fidira, fidira, la la, fidira, la la, fidira, la la. Bauerbible mag ich nicht, das sieht man mir wohl a. Darf keine Fehler haben, jo Herr, Bible muss es sein, das keine Fehler hat. Finiri, finira, finira, la la, finira, la la, finira, la la. Herr, Bible muss es sein, das keine Fehler hat. Gibt's alle dir, wo hübsch und selig sind. Drum bleib ich ledig bis in den Tod, noch hat ihr Liebe es. Fidiri, fidira, fidira, la la. Fidira, la la, fidira, la la. Drum bleib ich ledig bis in den Tod. Bin ich ganz fertig. Ich bin ganz fertig. Jetzt habe ich praktisch alles, was ich im Urlaub auftankt habe, habe ich heute alles wieder raus. Wo warst du denn im Urlaub? Fort. Hm? Fort. Fort, wo fort? Fort, über fort. Fort, fort. Was fort? Ja, in Frankfurt. Fort. In Fort war ich nicht. Du warst, wo warst? Ich war in Dingsdorf. In Dings. Ach, dort. An der See war die da. Ja, an der See. Wenn ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen darf. Ich kann nicht mehr schwätzen. Oh, jetzt gehen wir weg mit Wei. Oh. Ich war in St. Peter-Ording, da hat es auch leid. Du aber einen Haufen Schwaben. Ja, die haben noch Mese. Ganz viel Schwaben. Ich war? Ja, da hat eine gleich geschrien: Käfi, nimm auch den Scheifele mit. Ich war. ist das jetzt Mais oder ist das Mir Reis? Ist egal, mit, wenn ich gucke sowieso noch an. In letzter Zeit kriege ich ja nichts mehr. Ja, weil der Kalle zählt zusammen. Ja. Ja, ne? Urlaub ist toll. Ja. Egal, wo es nachgeht. Ne. Immer dann, wenn Sonne und Wasser dabei ist. Nicht? Das ist richtig. Ja, also so denke ich. Ja, ne? Du. Ja. Hm. Und unsere Herren Stumpfes, Zieh- und Zupfkapelle, die haben da einen heißen Tipp für Sie. Ab an die See. Nein, ab an der See heißt es. Ab an der See. Hätte sich jetzt gereimt. Ne? Ja, jetzt fängt der aus, Reimer. Oh Gott, das ist ja. Also. Eins, zwei, drei. Ab an der See, das Wetter ist schön. Ich freu mich schon, dass ich die im Bikini seh. Oh ja, jetzt gleich, Schlauch oder Bein. Zusammenpackt und alles schnell ins Auto
es jetzt sagen muss, es ist fein nicht weg. Das weiß ich selber, das ist ja der Dreck. Drum gang ich ins Wasser, weil der Ranzer muss weg. Ab an der See, das Wetter ist schön. Ich freu mich schon, dass ich die El Bikini seh. Oh ja, jetzt gleich, schlau wohl dabei. Weißt du jetzt eigentlich, wo du den Urlaub noch willst? Oder geht's wie im Siegfried? Der hat einmal gesagt, wo ich in Urlaub noch gang, besicht meine Frau. Wenn ich in Urlaub gang, sagt mein Chef. Und wie lange ich in Urlaub gang, das sagt mein Banker. Ja, eigentlich habe ich an der Zürichsee will. Oh. Ja, dann ich denke, da kannst du tagsüber so ein bisschen wandern und abends so an der Seepromenade dem Mädchen ein bisschen hinter reingucken. Ja, nämlich gehört, die Schweiz sei diesbezüglich ein Paradies. Ein Steuerparadies. Ja, das der Braunmüller, das ist ja auch so ein Paradiesvogel. Ja, oh ja. Der sei neulich in Schaffhausen auf der Bank gestanden und hat gesagt, ich möchte gerne 2 Millionen anlegen. Hat der Schweizer gesagt, Sie können ruhig laut reden. Bei uns in der Schweiz ist der Armut keine Schande. Oh, das bei Braumilo. Jetzt fahre ich einfach durch die Schweiz durch nach Italien. Ja. Mit deiner alten Glipfgeld fahrst du so eine lange Strecke. Das hätte ich mir nicht getrauen. Was sagst du zu meinem Auto? Glipfgeld. Glipfgeld hat, komm, du. Ja, du fahrst doch mit meinem Auto immer zum Einkaufen. Hä? Zum Metzger und zum Bäcker, Mensch, das sind Kurzstrecke. Ja. Für die paar Meter hole ich doch meinen schönen neuen Wagen nicht aus der Garage. Ja. Da hättest du mir ein gescheites Gehalt zahlen, da könnte ich mir ein ganz anderes Auto leisten. Also, pass auf, solange du schaffst wie dein alter Karre, ja, nämlich mit einem Haufen Pause, ja, und einem riesigen Spritverbrauch, kriegst du von mir nicht mehr Geld. Du hast vielleicht eine Ahnung vom Haufen, aber vom Auto ein ganzer Haufen nicht. Oh, aber der Josef von der Tankstelle hat eine Ahnung von dem Auto, das muss ich zugeben. Ja. Hat der was über mein Auto gesagt? Nein, nicht direkt. Oh, und indirekt? Ja, ich war am Mittwoch, da hat er so weit geregnet, da war in der Tankstelle beim Josef. Ja. Und hat gefragt, ob er 2 neue Scheibenwischblätter gegeben hat für deinen alten Karre. Ja, und? Ja, er hat gemeint, das sei ein fairer Tausch. Du bist. Du bist unfair, bist du. Ich? Ja. Ich bin unfair? Ja. Jetzt gucken wir mal danach. Ich habe mal dein Gehalt zusammengezählt. Ja. Da, mit deinem Verzehr. Guck dir das mal an. So, jetzt wird es so ein. Gut. Wenn es dann aber so ist, dass ich, wie du sagst, auch wenn ich da bin, nichts schaffe und zugegeben einen nicht unerheblichen Verzehr bewältige, dann. Ja, im Moment noch sparst du aber so mäßig viel, wenn ich im Urlaub bin. Hä? Meinst du das? Gib mir deinen Blick her. Ich rechne dir das vor. Guck mal her. Die Formel heißt G mal NG plus V. Das verstehe ich jetzt nicht. G steht für Gehalt, NG für nichts geschafft und V für Verzehr. Das wäre dann, wenn ich da bin. Ah, ja. Und die zweite Formel, die heißt G mal NG. Das wäre dann, wenn ich in Urlaub bin. Aha. Also Gehalt mal nichts geschafft. Ja, ja. Jetzt kann man ja bei beiden Formeln immer das NG streichen, kürzen. Oha, dann bleibt übrig, wenn ich da bin, G plus V, Gehalt plus Verzehr. Und im Urlaub bin, bloß Gehalt. Aha. Ach so, rechnen wir das? Ja, ja, das. Da wäre jetzt nicht drauf gekommen. Ja, das ist höhere Mathematik. Ja, ja, ja. Ja, aber du, Moment mal. Hm? Dann wäre es ja für mich viel wirtschaftlicher, wenn du statt 2 Wochen, 4 Wochen lang in Urlaub gegangen wärst. Ja, genau, das ist so haben wir es gemeint, ja. Ja, dann lass dich aufhalten, gell? Auf Wiedersehen, einen schönen Urlaub wünsche ich dir. Nein, noch kann ich nicht in Urlaub gehen. Muss erst für Heinz die Kurbel drehen.
Vorauf für Heinz Gröning. Hallo. Herzlich willkommen zu Ausschnitten aus meinem Programm Weltrettung XXL. Mein Name ist Heinz-Theo Gröning. Gröning ist altmittelhochdeutsch für der mit den schönen langen Haaren. An den falschen Stellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie ihr mich jetzt hier gerade begrüßt habt, das war der absolute Wahnsinn. Wirklich, so eine Stimmung habe ich das letzte Mal erlebt bei mir zu Hause im Schlafzimmer. Da haben mehrere Frauen hysterisch gejubelt, weil ich es zum ersten Mal geschafft habe, mich alleine anzudecken. Es war eine Bombenstimmung und ihr habt mir dabei quasi eine Rückmeldung gegeben, wie eure augenblickliche Gemütslage ist. Und dazu kann ich nur sagen, danke. So oder so, wirklich schön, dass ihr heute Abend hier seid. Weil da seid ihr ja schon mal zumindest runter von der Straße. Glaubt mir, wenn ihr nicht da wärt, dann wäre das hier eine absolut armselige Veranstaltung. Quasi Comedy für mich alleine. Da hätte ich auch zu Hause im Bett bleiben können. Da hatte ich heute Morgen nämlich richtig Spaß mit mir selber. Ich habe mir einen Witz erzählt, den ich noch nicht kannte. Und den ich auch nicht verstanden habe. Ein Mann mit zwei linken Füßen geht in den Schuhladen und fragt, haben Sie auch Flip-Flips? Bei mir hat das genauso lang gedauert. Und ich weiß bis jetzt nicht, warum es lustig ist. Was die Weltrettung angeht, bin ich ja ganz sicher, wir haben keine Zeit mehr. Das Ozonloch wächst, die Polkappen schmelzen ab, das Benzin wird immer teurer und Lothar Matthäus hat eigene Fernsehsendung. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer die schon mal gesehen hat, der weiß, dass der Untergang kurz bevorsteht. Wirklich, seit Jahren beobachte ich immer das tagesaktuelle politische Geschehen, weil ich beim SWR so eine Radio-Comedy mache, SWR 3. Ihr kennt die ja bestimmt sicher alle. Jetzt nicht. Okay, so sieht meine Radio-Comedy aus. Mein Resümee zu Angela Merkel, so wie ich es sehe. Ihre Taktik in der Politik für euch mal anschaulich verkürzt. Ein Passant ist gestürzt. Sie hilft ihm auf, beherzt und scherzt. Dafür aber nächstes Mal Kreuzchen bei der CDU. Sagt der Passant dazu, junge Frau, Sie sind wohl nicht die hellste von allen. Ich bin auf den Rücken und nicht auf den Kopf gefallen. Und wenn man das mal beobachtet, in den Medien ist wirklich jede Woche Weltuntergang und immer XXL, Ultra, Mega, Oberdoppelschlimm plus Extra. Und immer wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Die Sau heißt dann wahlweise Christian Wulff, Ehek, Schweinegrippe, jetzt gerade die Frau, immer wieder jemand anders. Und die Taktik ist dahinter, wenn mal was wirklich Schlimmes passiert, kriegt man es nicht mit. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. In den Medien traut sich keiner mehr, den Mund aufzumachen, außer er hat absolut nichts zu sagen. Im Radio, Fernsehen, in den Talkshows, überall hört man nur noch sinnentleertes Dummgeschwall. Jeder macht um nichts ein Krawall wie im Hühnerstall, hält den Widerhall vom Schall des eigenen Gelall für genauso bedeutend wie den Urknall. Und das Schlimmste, immer kürzer wird das Aufprallintervall von diesem Laberwasserfall. Und ich rufe dann immer auf meine Weise, ganz und gar nicht leise, die haben doch alle eine Nachtigall. Und wenn jetzt einer ruft, richtig wäre aber Meise, was ist das denn für eine Scheiße? Und behauptet, dass ich beim Reimen mogel, dem sag ich, Vogel ist Vogel. Guck doch nach bei Gogel. Und ganz ehrlich, manchmal, wenn ich nach Hause komme, dann denke ich, der Weltuntergang hat schon angefangen. Weil ich habe nämlich einen Nachbarn, hauptberuflich liegt er im Fenster. Teilweise schiebt er da täglich Doppelschichten. Solange wie ich da wohne, hat er nur einen Tag war der beim Arzt, da hat er sich beide Ellenbogen wund gelegen. Und der im Fenster daneben macht den gleichen Job, aber nur Teilzeit. Den Rest vom Tag lungert er im Flur herum und bringt so Sprüche wie, ey, Alter, wenn am Grab die Witwe kichert, Alter, war ihr Alter gut versichert, Alter. Der Mann ist 75 Jahre alt, sieht deutscher aus als ein eigener Schäferhund und macht im Hausflur einen auf Bushido. Kennt ihr Bushido? Hier, der hat ja den Integrationsbambi da gekriegt. Der hat ein Buch geschrieben, da behauptet er, er hätte über 700 Frauen gehabt. Jetzt mal ehrlich, ist das ein lächerlicher Angeber? Das arbeite ich dir in einer Woche weg. So geht angeben, genau.
Wirklich alles immer verrückter. Letztens habe ich wirklich auf einem zusammenklappbaren Kinderwagen ein Hinweisschild gesehen auf dem Stand: Vor dem Zusammenklappen bitte das Kind entfernen. Da will man sich doch nicht vorstellen, was passiert sein muss, dass das da jetzt draufstehen muss. Das ist wirklich dieser Politik-Wahnsinn, treibt einen komplett in den Wahnsinn. Das ist alles vollkommen absurd. Aber kann man vielleicht noch am besten erklären anhand der Euro-Krise. Da kommen jetzt diese griechischen Politiker, die den ganzen Schlamassel verursacht haben, kommen an zu Angela Merkel und sagen, hasse mal ein paar Milliarden Euro, weil sonst sind wir im Arsch. Und wenn wir im Arsch sind, dann seid ihr auch im Arsch. Und dann sagt Angela Merkel, wenn ich du wäre, da würde ich mir jetzt wünschen, wieder ich zu sein. Ja, aber ihr kriegt natürlich das Geld, uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, aber wir müssen was machen, um das Problem zu lösen. Und dann sagen die, Problem lösen, wir sind Politiker, das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich. Und das wird ja auch viel zu schlecht bezahlt. Ihr gebt uns das Geld, wir stopfen damit die Löcher, die sich größtenteils in unseren eigenen Taschen befinden. Und dann in ein paar Jahren, wenn alles noch viel, viel schlimmer ist, dann überlegen wir uns, wem wir das in die Schuhe schieben können. Und dann sagt Angela Merkel, das ist ja so dumm, dreist und richtungslos wie meine Politik. Finde ich eine super Idee. Genau so machen wir das. Und dann haben ja auch alle Investoren und Banker haben dann ja ihr Geld in Sicherheit gebracht. Und dann müssen das die bezahlen, die kein Geld haben. Und das ist ja auch gerecht, weil die können ja nicht damit umgehen. Sonst hätten sie ja welches. Das ist genauso absurd wie diese Geschichte, wo der Pilot im Dschungel landet und dann plötzlich aufwacht in so einer Horde von wilden Kriegern. Und dann sagt er so zu sich selber, scheiße, jetzt bin ich im Arsch. Und dann kommt aus dem Nichts eine Stimme und sagt, nein, du bist noch nicht im Arsch. Küss den Häuptling mit Zunge. Dann geht er los, schnappt sich den mit den meisten Federn und schiebt ihm die Zunge so richtig rein, ein volles Programm. Und dann sagt er, ja, und was jetzt? Und dann sagt die Stimme, ja, jetzt bist du im Arsch. Das war's von mir, danke. Meinst du, dass das Palde? Heinz, wo warst du im Urlaub? Ich war dieses Jahr in Urlaub mit der ganzen Familie, mit meinen drei Kindern in Mecklenburg-Vorpommern, ist aber nichts passiert. Also keine vier Kinder? Nein, keine vier Kinder. War ein Kurzurlaub, kam mir aber sehr lange vor. Ich hätte gern Brust, aber der Kalle hat mir aus Kostengründen hat mir mein Viertel gestrichen. Hier. Das muss ja auch nicht sein. Na bitte, müsst ihr, gell? Ja, leider ist die Zeit wieder vorbei. Wir verabschieden uns für heute von Ihnen. Wie immer mit einem heiteren Gedicht von mir. Ja, aber mach's kurz. Ja. Die Sendung ist aus. Wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum. Dem Kalle kann man's nicht verdenken. Will mir auch keinen Wein einschenken. Sparsam wie Schotte. Verfressen wie Mutter und faul wie ein Hund. Leg mich am Arsch und bleibet gesund. Jetzt ist Haus ja leider. Es war doch grad so heiter. Jetzt zusammen krank. Fine.